weiterhin haben wir unsere Black Friday Week mit dem Code Black Week 25, schreibe ich auch nochmal drunter. Fette 25% gibt es ganz selten auf meine Kurse. Deckt euch schön ein, auch auf die neuen Mentalheld-Kurse. Weiterhin gibt es auch noch so ein paar Lesungstickets. Hamburg ist jetzt, glaube ich, so gut wie ausverkauft, aber gibt ja noch ein paar weitere Städte, findest du auch auf liebeschiff.de. Und mach nochmal kurz aufmerksam auf unseren Beziehungspodcast von Aline und mir. Kommt alle 14 Tage raus. Dopamin heißt er. Und ja, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. So, was haben wir heute Schönes? Ich glaube, es geht wieder um Freunde. Hallo Christian, deine Videos begleiten mich schon seit langer Zeit und ich kann mit Sicherheit sagen, dass einem dadurch viel erspart bleibt beim Dating kennenlernen. Auf der anderen Seite sieht man aber eindeutig, dass eigentlich alle zwischenmenschlichen Beziehungen heutzutage sehr oberflächlich verlaufen. Ja, wenn das Bewusstsein sich einmal ausdehnt, es hat nicht nur schöne Aspekte, man sieht die Welt in vielen Punkten einfach, wie sie ist. Und ich meine, auch das ist natürlich Durchgangsstation, aber ich kann, also ich fühle das, das kann einen auch schon mal echt abfacken, dass im Grunde genommen, ja, eigentlich die meisten an sich denken. Und aber das kann einem ja auch eine Erlaubnis sein, auch an sich zu denken dann. So, und das ist oberflächlich, also würde ich absolut unterschreiben, die allermeisten Menschen sind extrem oberflächlich und es ist, wie es ist, ne? Deswegen werden ja auch die Sachen im Fernsehen geguckt, die geguckt werden und ja. Aber auch das, ja, kann man alles nur annehmen. Und wie gesagt, manchmal darf man sich auch, aber dann kann man ja sagen, kann ich auch oberflächlich sein. Das finde ich für mich immer eine große Erleichterung, zu sagen, ich habe mich da früher auch mal so gestresst mit und denke, nee, kann ich auch mal egoistisch sein, kann auch mal mich denken, kann auch mal oberflächlich sein und das hat auch was Befreiendes. Und das ist nicht nur bei Beziehungen, sondern auch bei Freundschaften, finde ich immer mehr. Ja, ich finde eigentlich auch, dass wir gerade in so einer echt irgendwie eher, es wirkt manchmal eher wie so eine Abwärtsspirale, aber das kann sich natürlich auch wieder ändern. Muss ich absolut zugeben. Das ist, ja, gerade echt eine, echt sehr, weiß nicht, ob das noch mit Corona zusammenhängt oder diesen ganzen Krisen, ist echt noch krasser geworden, ja. Nicht nur Beziehungen. Freunde sind auch nicht füreinander da, wenn man sie wirklich braucht. Ich ziehe demnächst um, habe mir alles im Vorfeld alleine organisiert, geplant, mit den Baufirmen besprochen. Da glaubst du, es hätte auch nur irgendjemand seine Hilfe angeboten? Ja gut, jetzt muss man natürlich immer Menschen, auch in deinem Umfeld, ich weiß nicht, wie alt du bist, werden älter, haben Angst um ihrem Rücken. Und ja, ich muss auch ganz, muss immer gucken, was ist das Gute dran, weil manchmal, das ist ja auch so eine Übung, mein Manifestationskurs, immer zu überlegen, was ist vielleicht das Gute daran. Und ich bin ja jetzt auch zweimal umgezogen und hatte so eine ganz kleine Umzugsfirma und ich kenne das, was du sagst, wir können ja erst auf die Idee kommen, irgendjemand zu fragen, wo man sich sowieso nur Absagen einhandelt. Und ich fand das extrem angenehm, also zum Beispiel so ein IKEA-Schrank, also wenn ich den hätte abbauen müssen, auch oder auch mit irgendwelchen Freunden hätte abbauen müssen, weiß nicht, wir hast eine Tagesaktion gesehen und dann einfach auch zu sagen, hey, ich kann das ja mit Profis machen und kostet auch nicht die Welt und die bauen so einen Schrank irgendwie in 10 Minuten ab und also muss wirklich sagen, also ich kenne aber auch dieses Frustgefühl, aber ich muss auch wirklich sagen, ich mag es auch so mit Profis zu arbeiten, weil dann läuft es wenigstens und genau, man muss sich nicht auf irgendwelche Freundschaftsdienste verlassen, aber ich verstehe das total. Oder irgendjemand gefragt, ob er mit mir Möbel schauen soll. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, meine Freunde größtenteils verheiratet und nie fragt mal jemand, ob ich Hilfe benötige. Ja, also so, dass von sich aus Leute drauf kommen, das kannst du null erwarten. Da musst du tatsächlich auch, musst du fragen, ne? Vielleicht ist ja auch der Selbstbehauptungskurs was für dich, da gibt es viele Übungen in die Richtung Fragen und aber man will manchmal auch nicht fragen, weil man weiß, man hat sich eine Absage ein und ich würde es trotzdem machen, ich würde fragen, ne? Ja, vielleicht schätzt es auch falsch ein und die sagen, ach, wäre ich gar nicht drauf gekommen, du wirkst so tough und als wenn du Schränke selber schleppen könntest, hätte ich gar nicht gedacht und natürlich helfe ich dir. Fragen kann man schon, ne? Vor allen Dingen, wenn es nichts Körperliches ist, ne?
Jetzt hätte ich bei der Vorarbeit zum Umzug Hilfe benötigt und habe Freunde gefragt, ob sie für 1 bis 2 Stunden helfen können. Boah, scheiße, echt. Vorarbeit, okay. Kein einziger hat spontan zusagen können. Ja, ich verstehe das total und ich kenne auch solche Situationen und die tun schon echt weh und vor allem, wenn man weiß, dass man es selber machen würde, wenn man ganz genau weiß, ich würde es machen für andere, das tut schon echt weh, aber kann ich total verstehen, weiß ich aber auch keine einfache Lösung. Ja, schreibst du auch. Mittlerweile tut es mir schon im Herzen weh. Es geht mir nicht mehr in den Kopf, dass ich jemals einer Freundin nicht helfen würde, wenn mich jemand fragt. Ja, ich weiß nicht, ob das so die alten Werte sind, die keinen mehr interessieren. Es ist auch unbegreiflich. Ich habe manchmal hat man das Gefühl, dass man einen Fremden auf der Straße ansprechen würde und hätte mehr Erfolg als mit seinen Freunden oder ehemaligen Freunden oder ich weiß nicht. Das ist echt krass, ja. Und alle wissen ja, wenn sie nicht helfen, dann muss ich es alleine machen. Also deshalb bricht mein Herz gerade und ich frage mich, bei Beziehungsanbahnung habe ich bereits hohe Standards und halte diese auch. Wäre die Situation mit den Freunden eigentlich nicht auch so eine Big Red Flag, wenn einfach niemand seine Hilfe anbietet? Ja, eigentlich schon, nur dann, wie gesagt, also ich finde schon, dass man von Partnern auch mehr erwarten kann als von Freunden so. Und vielleicht, das muss man vielleicht auch genau betrachten, haben vielleicht der ein oder andere Freund dann doch valide Gründe, keine Ahnung, frische Bandscheiben-OP oder ich weiß nicht, aber wobei schreibt es bei Vorarbeiten. Aber eigentlich schon. Ne? Nur mal befreuen muss man jetzt nicht unbedingt auf Null Kontakt gehen, sondern kann dem Universum sagen, sorry, das ist nicht die Art von Freundschaft, die ich haben will. Und natürlich macht das mit einer Freundschaft was, ne? Und man schickt die da, also ob du jetzt da was machst oder nicht machst, schickst du die automatisch auf eine höhere Umlaufbahn, deine Freunde, ne? Das ist so, ne? Und hast dann auch, und das steht jetzt auch so ein bisschen zwischen euch, ne? Was die vielleicht gar nicht wissen. Und aber vielleicht hast du mit einem mal ein gutes Gespräch irgendwann und dann sagst du ihm nur ganz ehrlich, es hat mir total wehgetan, aber ich könnte ja mal drunter schreiben, was ihr so denkt. Ich würde mal meinen, das ist ganz viel. Also es ist nicht bei dir alleine so, das kann ich dir sagen, ne? Aber was für eine traurige Welt, wirklich. Das ist echt traurig, kann man nicht anders sagen. Ne? Oder du hast noch aus einer co-abhängigen Zeit noch einfach, was man ja häufig hat, Freunde, die nicht wirklich für einen da sind. Ne? Das finde ich auch möglich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas sagen. Nee, warte mal. Ach, so kommen auch so Kommentare wie, wir kommen einen Tag helfen, aber mehr nicht. Oder, oh je, das wird eine Arbeit, aber na gut, wir kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt wünschen würdest oder ob die das gesagt haben. Also wenn jetzt jemand überhaupt kommt, da wäre ich schon mit zufrieden so, ne? Oder diese 1 bis 2 Stunden kommt. Das weiß ich jetzt nicht, ob du, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, den Satz. Weil wenn sie überhaupt kommen, auch unter Murren, würde ich schon als Erfolg deuten. Also man darf da auch nicht zu viel Erwartungen haben. Manchmal hat man als gerade so als Pluspol oder ehemaliger Pluspol auch einfach zu hohe Erwartungen. Die Welt ist einfach nicht so, ne? Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas sagen kann. Das sind Menschen, die ich seit 20 Jahren kenne. Ich bin sowieso jemand, der nie um Hilfe fragt. Solltest du machen? Also das solltest du machen, weil das kann man dir nicht von der Stirn ablesen. Das ist, glaube ich, zu viel verlangt. Also da würde ich nochmal, die Spielfläche würde ich nochmal nutzen, das zu fragen. Und dann, weil dann müssen sie dir ins Gesicht sagen, dass sie es nicht machen. Das ist, glaube ich, manchmal zu viel verlangt, dass man das einem von der Stirn abliest. So, ne? Und mittlerweile denke ich mir, das wird auch das letzte Mal sein, dass ich es tue. Ja, also ja, ich hoffe, du meinst jetzt, dass du jetzt um Hilfe fragst, das würde ich auf jeden Fall machen. Ne? Oder hast du ja scheinbar auch. Ja, finde ich auch richtig. Aber wenn man dann eine Absage, ich verstehe es, wenn du dann eine Absage kriegst, hast du natürlich keinen Bock. So. Aber wenn sie überhaupt kommen, das ist schon gut, ne? Langsam mag ich diese Menschheit wirklich nicht mehr. Wenn Beziehungen weiterhin so oberflächlich sind, tut mir die Zukunft unserer Kinder wirklich leid. Ja, keine Ahnung, wie es früher war. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch so Sachen sind, wenn man älter wird. Weil ich frage mich manchmal auch, ob es daran liegt, weil, ich weiß nicht, wenn man früher so in seiner Clique war mit 16, 17, 18, 19, 20. Würde mich mal interessieren, falls jemand hier zuguckt, der
so um die 20 ist, also da, ich weiß nicht, haben uns früher immer, also in der Clique, in der ich war, wenn da einer sagte, hier muss Heu aufgesteckt werden auf dem Bauernhof, sind wir alle angetanzt da oder hier wird umgezogen. Ist das so ein Zeitphänomen oder ist es ein Altersphänomen? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich habe da auch echt keinen Plan, aber ich weiß, dass das früher mal ganz anders war, auf jeden Fall, zumindest wo ich herkomme. Hat das Wort noch was gezählt und man hat sich tatsächlich unterstützt, aber vielleicht ist das generell nicht mehr so angesagt, ich weiß es nicht. Ist auch komisch, ne, wo doch immer alle so woke sind und sich um jeden alles so im Vordergrund steht, die Nöte von Menschen, aber komischerweise liest man das nie in den E-Mails, dass das auch wirklich für dass das auch bei einem mal ankommt, so diese ganze, ob das, ich frage mich auch schon, ob diese ganze Woke-Geschichte, aber das nicht auch einfach so ein Internetphänomen ist, weil es scheint ja bei den Leuten nicht anzukommen, ne? Dass man sich so kümmert um andere. Ne? Das Ego ist schon noch verdammt stark, auf jeden Fall. Was sind das Leute, die nicht helfen, nicht und oder zumindest nachfragen, wenn man sich schon bewusst um Hilfe gebeten hat? Ja, verstehe. Langsam mag ich diese Menschheit nicht mehr. Und wenn mit, achso, habe ich schon gelesen, wenn die Beziehungen weiter so oberflächlich sind, tun wir die Zukunft unserer Kinder leid. Ja gut, unsere Kinder müssen jeder muss mit dem Leben, mit der Zeit und dem Umfeld zurechtkommen, was da eben da ist. Unsere Kinder auch, ne? Ist, wie es ist. Das kann man jetzt auch nicht wissen, wie sich das ausgeht und letztlich können wir es auch, glaube ich, nicht vergleichen. Ne? Naja, in diesem Sinne, mach die Frage in Kurse und wir sehen uns bald wieder.